Willkommen zu meinem sechsten und damit vorletzten Teil der Streaming-Highlights. Wie immer eigentlich, schreibt mir bitte, ob ihr mehr sehen wollt. Wenn es euch gefällt, zeigt es mir mit einem Like, zeigt es mir mit einem Kommi. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Twitch und aktiviert da auch die Glocke, da kommt das ganze Zeug her. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir mal bitte eure Lieblingsstelle aus dieser Episode in die Kommentare. Schaltet morgen ein für die letzte Folge Streaming-Highlights. Und dann würde ich mal sagen, Video ab dafür. Ich habe noch eine offene Rechnung mit diesem Baum hier. Ja, komm mal her, Nick. Komm mal her. Ich muss dir das mal zeigen. Du hast doch gesehen, wie der mich so komisch angemacht hat. Ich glaube, der Stream, der schaut auch nicht den Stream, der Baum. Aber ich kümmere mich erstmal um seine Wurzeln. Nick, hast du es drauf? Ja, hast du es drauf? Klar. Nur damit der mir nicht später sagt, ich hätte es nicht diplomatisch versucht. Ja, das ist die diplomatische Lösung mal an. Bin ich der Einzige, der Ahnung hat, warum ein Mechaniker bezahlt, wenn er nie ans Handy geht? Bin ich der Einzige, der sich fragt, wo soll jetzt hier von. Ey, ohne Scheiß. Ein Kipplaster kannst du doch nicht in Luft auflösen. Oh, nee, Leute, ey, wirklich. Oh, ist kacke. Paul, ist dein Autismus schon durch, oder? Der Baum, der macht mich an. Persönlich. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Junge, da zahle ich 8000 für einen Luftschlag und der tötet euch manchmal, Alter. So ein Scheiß. Alter, ihr macht mich gerade so ein Strohballen an. Hast du das sexuell gesehen? Bisschen. Das kann ich. Ich bin nur ein Kleberschnüffler. Wow, Paul, Alter, fährst schon wieder wie, als wärst du besoffen. Fährt Paul überhaupt? Ja. Ja, Paul fährt nicht mal. Halt die Klappe jetzt nicht. Oh, die Hauswand! Digga, so. Hey, du hast uns die Hauswand versprochen. Ne, deswegen bin ich hier mitgefahren, um gegen die Hauswand zu fahren. Ja, wir finden noch eine andere schöne, die ich antönt. Kann ich mir das kaufen? Ja. Kann ich mir das tun? Weiß nicht mal, ob du es dir kaufen kannst. Ey, Mann! Für Eimann! Nein, ich gehe da wieder so rein, als wäre ich ein Kunde. Du bist auch ein Kunde. Was ist das für ein Kunde, was? Dein Buggy in den Möchtest du mal was sehen, was ich hier zwischen den Beinen habe, Ronny? Okay, will er nicht. Nick, wir müssen gehen, dann kriege ich wieder eine Anzeige. Okay, also hier ist der Plan. Wir... Die Minigun ist geil. Ich mach dir mal ein bisschen Druck. Give me the money out of the Kasse, Alter! Boom! Mann, was hast du da? Sieht aus wie so ein fucking General aus Star Wars. Obwohl kein General, aber so ein Typ halt. Bäh. Ey Jungs, da hinten kommen keine Gegner mehr. Ah, fuck, da ist ein Polizist, nicht, geh wieder rein. Nick? Ja. Spielen wir wieder Spiel, wer länger stehen bleibt? Passt. Ist es eine Annäherungsmine oder C4? Annäherungsmine. Nein. Danke, Jonas. Ich hab gewonnen. Du hast schon vorschlagen. Bla blu. Ich halt gedrückt und wisch nur über meinen Bildschirm. La li lu. Kommst du wieder klar? Nein, dieses Kiefkühlgemüse hier nervt mich. Einfach mal. Paul, du wolltest jetzt einen neuen Haircut und Nick auch. Nick, du kriegst einen, den ich designe. Komm. Ich bin im Kloster, nicht im Kloster, doch hier im Kloster. Im Kloster. Nick, das ist einfach beautiful. Wenn du mich siehst, sag Mashallah, einfach die Hübsche. Paul, schon mal in Stream. Ich sag's dir morgen. Nick, jetzt ist aus in echt. Klar. Nö, ich finde meinen Haarschnitt gut. Kann man sich ja eine Arschbart raus so verpassen?